So, dann ja, willkommen zurück zur neuen Folge Grim Fandango. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. So, aber wo zeige ich dir jetzt hin? Wo ist der hier hin? Oh. Ich bin gerade über den Haufen gefahren. Steig nochmal ab. Toll. Könntest du mir auch sagen, toll, ranzoomen kann ich auch nicht. Das heißt, der zeigt entweder hier hin oder dahin. Dann probieren wir mal den da unten aus. Mein Gott, jetzt geht doch einfach in das Auto. Mach doch einfach mal voran. So. Okay, also entweder er zeigt hier hin oder entgegengesetzt wäre es der hier. Ja, der gut funktioniert. Stellen, damit er funktioniert. Versuchen wir, ob ich den nochmal mitnehmen kann. Du sollst nicht das scheiß Auto mitnehmen. Du sollst den. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, dann setzen wir das Auto nochmal zurück. Auto steht zu nah am Wegweiser. Okay, das Spiel hat nicht allzu lange gebraucht, um meine erste Hassstelle aufzuzeigen. Ich finde das jetzt schon zum Kotzen hier. So. Wenn er mal wenigstens schneller aussteigen würde, ne? Kann ich hier wieder mitnehmen? Okay. Die Frage ist doch, wo muss der hin? Hier ganz vorne hinstelle. So, im Moment zeigt er nach da oben, ne? Da ist die Pfeilspitze. Ernsthaft? Also das kann jetzt tatsächlich nur der Tunnel hier sein. Was will dieser Wegweiser mir sagen? Fahren wir hier rein. Oder muss ich da vielleicht zu Fuß rein? Das macht er bestimmt nicht, ne? Boah, dieser komische Teddybär, ne? Oder muss ich den mitnehmen und keine Ahnung, an das Windrad klöppeln? Schauen mal, ob wir da hinten hinlaufen können damit. Schade, es klang ja fast schon plausibel, dass er uns hier einen tollen Weg zeigen würde. So, jetzt gehen wir mal hier zu diesem komischen Windrad. Ich weiß nicht, wo die komischen Geräusche herkommen, aber ich überprüfe zur Sicherheit lieber mal die Knochenschleuder. Oh, darf die jetzt nicht hier stehen, oder was? Was will uns dieser magische Wegweiser sagen?
Toll, dann holen wir jetzt die Knochenschleuder, fahren wir hier hin, gucken, ob wir dann nach nebenan dürfen. Weil hier hat es ja nichts gebracht. Wir haben ihn jetzt zwei, dreimal hier aufgestellt, immer entsprechend dann den Tunnel genommen, den er uns angezeigt hat. Boah, halt die Fresse. Wo kriege ich einen Knebel für Glottis her? Okay, so was. Warte, jetzt packen wir die Knochenschleuder hin. Ein Stück weiter weg, sonst kommt wieder nicht an den Wegweiser. So, versuchen mal den mitzunehmen. So. Jetzt mal nebenan. Ich weiß nicht, wo die komischen Geräusche herkommen, aber ich überprüfe zur Sicherheit lieber mal die Knochenschleuder. Ja gut, dann kann es ja tatsächlich nur hierhin sein, weil woanders lässt er uns nicht hin mit dem Teil. Ich lasse Glottis mal kurz da stehen. So, gibt hier aber auch keine auffällig markierte Stelle. Wir hauen ihn mal ziemlich mittig rein. Das Problem ist, dass man auch bisschen schwer nur erkennen kann, wo der Pfeil jetzt letzten Endes hindeutet. Okay, ich würde sagen, jetzt deutet er ja auf den oder auf den. Wenn ich den jetzt nochmal hochnehme und wieder setze, zeigt er dann in dieselbe Richtung. Dann gehen wir mal da rein. Ja. Keine Ahnung, gibt ja auch so Spiele, wo man eine bestimmte Aktion 3-4 Mal machen muss. Oder ich nehme den Wegweiser einfach mit. Das heißt, 8-9 Minuten hier gleich schon unterwegs? Ja, prima. Hat ja voll was gebracht. Will mich verarschen? So. Dann muss ich den immer in die Richtung. Will der mich jetzt zu einem bestimmten Punkt auf dem Boden lotsen vielleicht? Auf einen der Tunnel gezeigt. Lotteria. Aha. Okay, hole ich jetzt die Knochenschleuder. Das sieht so nach Auto. Deswegen auch der Pfeil, den wir gerade gesehen haben. Deswegen hatte ich nämlich schon die Vermutung, dass da irgendwie irgendwas ist, wo der Pfeil uns gar nicht auf den Tunnel hinweist, sondern auf ja. Mit einer Abfahrtsrampe habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie gesagt, ich habe das Spiel vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, ich weiß gar nicht von wann ist es, vor gefühlten 100 Jahren mal gespielt, aber ich weiß gar nicht, wie weit ich damals gekommen bin. So, ne, jetzt mich verarschen. Geht doch. Abgefahrene Straße. Zu abgefahren für die Knochenschleuder. Okay. Aber da ist ein Schlüssel. Hauptsache, er hat seinen Spaß da vorne drin. Was macht der denn jetzt? Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. So, was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Art Warnung. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor! Ja, alles klar, nehmen wir mit.
Ich kann mir doch keinen alten, gruseligen Schlüssel entgehen lassen. Sieht für mich nicht gerade wie ein Höllentor aus. Allein nützt er nicht viel. So. Kommen wir da lang? Okay. Ja, läuft, würde ich sagen. Eigentlich habe ich nur nach einem Gewicht gesucht, um dieses komische Rad da zu zerdeppern. Ah, okay. Sieht für mich nicht gerade wie ein Höllentor aus. Vielleicht sollte ich das Schloss dran lassen, bis ich die Lage abschätzen kann. Okay. Manny, was machst du da? Hey, erschreck mich doch nicht so. Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Die werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Ja, nett. Okay. So viel dann dazu. Wir haben ein Tor aufgeschlossen, aber wir können mit der Höllenschleuder hier gar nicht lang. Prickelnd. Das heißt, ja, komm, jetzt machen wir voran da. Sonst gibt es hier nichts. Banner noch machen, gucken, können wir das noch mitnehmen. Und bauen ihr Hölle auf, ja, ja. Diese zur Hölle Reisende. Sieh dich vor. Ich lass das Schild hier als Warnung für andere. Okay. So, dann mach Sitz. Hilft uns jetzt aber auch nicht wirklich weiter. So, El Senior braucht erstmal 3 Stunden, um ins Auto aufzusteigen. Boah, Alter. Ja, dann bleibt uns ja nur das Ding hier. Aber wie kriege ich das kaputt? Versteht nicht. So, lassen wir ihn hier noch mal ein bisschen rappeln. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Ja, dann tu mal was für dein Geld. Gut, ich kann mach diesmal keinen. So, okay. Ja, das ist. Das ist der Schlüssel zum Höllentor, wenn ich mich recht entsinne. Feuerlöscher, Sense. Ob das Ding auch für Nagar zugelassen ist, das sollte reichen. Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Ja, dann verschieb doch mal. Hier, nimm den Feuerlöscher. Der hilft dir total. Das brennt doch nicht. Ja, das soll es ihm gleich auch geben. Himmel, Herrgott, hier kann der Dings doch mit dem Schlüssel anfangen. Sieht für mich nicht gerade wie ein Höllentor aus. Allein nützt er nicht viel. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo so, früher mein Herz war. Aber auch alles schon ausprobiert. Also irgendwie. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ja, pack's rein.